narrenlachend und herausredend, herumsteigend auf lügnerischen Wortbrücken, auf Lügenregenbogen, zwischen falschen Himmeln herumschweifend, herumschleichend. Nur Narr! Nur Dichter! خلال ترجمتي لكتابات نيتشه أعمل كثيرا على مراجعة الكتاب المقدس في ترجمتيه الألمانية والعربية. ذلك أن كتابات نيتشه وزرادشت خاصة تتضمن إحالات وإشارات كثيرة على الأناجيل. Es gibt einfach so einige Autoren, die mir einfach so sehr interessiert sind, die ich immer so gelesen habe. Also Baudelaire, Seurat, Paul Celan, Nietzsche, Adorno, Arstroth. إذن غالباً ما أترجم عبارة God بالله، وفي بعض الأحيان استعملت عبارة الرب، وقد ترجمت مقولة نيتشه الشهيرة God is dead بإن الله قد مات. Gegen diese Ungerechtigkeit dieser Welt eigentlich. Verlegerische Überlegungen gaben eigentlich nichts. Also ich bin nur als Leser und auch als Schriftler gemerkt habe, dass in der arabischen Welt die Werke großer Denker also nicht übersetzt sind. Und falls einzelne Werke dieser Autoren übersetzt sind, dann nicht aus der Originalsprache, sondern aus anderen Sprachen, also wie bei Nietzsche. Sein Hauptwerk, also Sprach Zarathustra, ist im Jahr 37 aus dem Französischen übersetzt. Ich wusste, dass Nietzsche, dass von Nietzsche an der Zeit nur ein Werk übersetzt wurde, und es ist also Sprach Zarathustra und eine sehr schlechte Übersetzung, katastrophale würde ich sagen. Ja, und dann habe ich die Idee, habe mich nicht getraut, dachte, nein, das ist verrückt, also Nietzsche übersetzen, das kann man einfach vergessen. Und dann 2000 oder 2001 kam ein Büchlein raus von Peter Sloterdijk über das fünfte Evangelium Nietzsche. Und als ich das Buch gelesen habe, hatte ich Lust, es zu übersetzen. Also nicht Nietzsche. Ich habe mir gesagt, nee, Nietzsche lasse ich lieber. Also ich lasse die Hände davon weg. Ja. Und dann habe ich das Buch übersetzt und sofort packt mich einfach die Wut, also was anderes zu übersetzen. Und ich habe an Exo Homo natürlich, an meinen alten Traum wieder gedacht und habe angefangen. Da war ich in Kontakt mit Kamel Verlag und er hat sich gefreut über die Übersetzung von Sloterdijk und haben wir weitergemacht. Ich habe auch gerne auch Bücher übersetzt oder übersetzen lassen, die ich einfach gerne gemacht habe, die ich gerne auch gelesen habe. Und unter diesen Autoren habe ich auch, also besonders Nietzsche, ist erstaunlich einfach nicht also auf Arabisch erschienen. Ja, das heißt, die Verführung hat irgendwie geklappt. Also ich wusste, als ich Exo Homo übersetzte, als ich an eine Stelle gekommen bin, das Nachtlied, da war mir klar, dass ich Lust habe, jetzt Zarathustra zu übersetzen. Nacht ist es nun, reden Wörter alle springenden Brunnen, und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es nun, erst erwachen alle Lieder der Liebenden, und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ein ungestilltes, unstillbares ist in mir, das will laut werden. Ein
eine Begierde nach Liebe ist in mir. Die redet selber die Sprache der Liebe. Also jeder eigentlich große Autor oder Philosoph ist Visionär. Und beim jedem Schritt oder Tritt man sieht, was die einfach auch gesehen haben. Noch eine Sache möchte ich gerne sagen hier, was die, die Nützlichkeit Nietzsche zu übersetzen ins arabische Welt. Ich glaube, ab die 80er Jahre gab es wieder ein Interesse an Nietzsche, da wir damals in die Anfang 80er Jahre eine Umgangsperiode oder Übergangsperiode erlebt haben, ich meine jetzt meine Generation, die ist die Generation, die entweder 68 gelebt hat oder kurz danach, und wir damals alle fast von der linken Szene waren, weil die linke Szene, die war die Antwort auf unsere Fragen damals. Marx war die Antwort auf unsere Fragen im 20. Jahrhundert. Jetzt denke ich, Nietzsche ist die Antwort an die Fragen im 21. Jahrhundert. Zum Beispiel haben wir jetzt seine gesammelte Gedichte veröffentlicht von Nietzsche. Und es ist eigentlich hervorragend angekommen. Einfach um zu zeigen, ein Philosoph dichtet und wie. Und dann an dem Moment, wo wir angefangen haben, uns zu zweifeln über den Marxismus und die Ideen von dem Marxismus. Und dann gab es irgendwie wie eine Lehre. Und wir brauchten irgendwas, eine andere Idee. Da kam gleichzeitig in Frankreich dieses neue Interesse an Nietzsche durch Deleuze und Lyotard und Foucault. Und sie sind auch sehr gut gelesen in der arabischen Welt. Und da kam wieder dieses Interesse an Nietzsche. Und verstehen Sie, wenn ich nach Tunesien oder nach Marokko oder in Jeddah oder in Riyadh, in Saudi-Arabien oder in Oman, dann habe ich einfach so viele Menschen einfach so begegnet, die auch solche Bücher auch nehmen wollen. Und immer erwarten sie auf etwas Neues. Und immer einfach wird diese Mitteilung einfach weitergegeben. Und immer wieder, und das dauert, das braucht Zeit, aber das ist schön. Einfach dieser Leser oder dieser Bruder, wie Baudelaire sagt, also dieser Leser ist das, was ich erreichen will. Das habe ich auch. Wie ich vorhin gesagt habe, also Marx, er ist ein bisschen, er hat an Glaubwürdigkeit verloren. Nicht ganz, 100%, da sind viele, viele Sachen, die immer noch überlegungswert sind. Aber die Linke braucht heute eine neue Idee für die Freiheit, für das Individuum. Marx hat die Menschen versprochen, eine Befreiung der Masse, aber immer in der Masse. Und das hat sich bewiesen im Ostblock, in Sowjetunion, in China, in Kuba, als eine üble Art von Diktatur. Nietzsche hat was anderes in der Tasche, das Individuum, die Selbstständigkeit des Individuums. Deswegen habe ich gesagt, das 21. Jahrhundert ist, ich glaube, ist das Jahrhundert für Nietzsche, weil Ende 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, man hat gekämpft und, oder man war Linke oder Sozialist, weil man hat fürs Essen gekämpft damals. Erstmal. Die Proletariat war so unterdrückt ausgebeutet, dass sie für das Essen und für die Lebensbedingungen kämpfen mussten. Heute kämpfen wir für was anderes. In der Zeit der Globalisierung, in der Zeit der Postmoderne. Wir kämpfen für unsere Identität als Menschen erstmal. Und unsere Identität als Individuum. Und da ist Nietzsche willkommen. Es ist sehr, sehr kompliziert, diese Frage des Individuums und der Individualität in der arabischen Welt, weil da gibt es auch viele Heuchelei drin. Es wird behauptet, jetzt in der Verallgemeinerung, dass Europa und nach der Ära des Kapitalismus ist der Reich
des Individuums. Alle anderen Länder erreicht die Masse und das kollektive Bewusstsein und kollektive und so weiter und so fort. Ich bestreite das. Die arabische Welt ist die Welt des Individuums per excellence. Lassen wir jetzt die Poeten vor islamischer Zeit, die waren die richtigen Individualisten. Poeten sind immer Individualisten, nach dem Islam auch. Und dann kam eine Strömung, und das wird viele Menschen überraschen, wenn ich jetzt die Sufi nenne, die Mystiker. Die Mystiker, die sind die Individualisten par excellence. Und ich finde viele Parallele. Deswegen die Stimme Nietzsche, als ich die zum ersten Mal gelesen habe und gehört habe, die war mir nicht fremd, diese Stimme. Die war mir überhaupt nicht fremd. Das war irgendwas für mich bekannt von dieser Sufi, dieser Mystiker, die das Erkenntnis erwerben sie nicht durch Bücher und durch System, sondern durch eigene Erfahrung. Die verwenden die gleichen Begriffe wie Nietzsche. Erkennende. Der Erkennende, das Erkenntnis, das erwerbt der Erkenntnis durch Erfahrung und durch Geschmack. Das Wort Geschmack ganz genau auf Arabisch. Taug. Das ist die individuelle. Und da, das ist eine, ich habe manchmal also verblüffende, nicht Parallelen, fast wörtlich Wiederholungen von was zum Beispiel Hallaj, der Mystiker Hallaj sagt und was Nietzsche sagt. هذه المقولة تطرح إشكالا بطبيعة الحال على المؤمنين، ذلك أنها تمثل مقولة إلحادية بالنسبة إليهم. قبل سنتين على سبيل المثال دعيت لتنشيط أمسية أدبية في مدينة طنطان بالجنوب المغربي. كريتيكا gab es auf eine andere Art und Weise, wie ich diese Hallaj zum Beispiel der Sufi genannt habe. Ich kann ihn als Zarathustra, der arabische Zarathustra, schildern. Der Mann, der gerne auf dem Marktplatz predigt und getanzt. Da finden wir diese Thema Tanz zum Beispiel. Der hat seine Gebete rezitiert, tanzend auf der Straße damals in Bagdad. Und der wurde ermordet auf dem Kreuz, weil als Ketzer und Heretiker. Der Hallaj war eine großartige Figur der Provokation auch. Obwohl der war gläubig. Aber das ist nicht sehr, sehr wichtig für mich. Das ist eine Figur, die ich für Zarathustra, also parallel zu Zarathustra. Polemisch. Aber wenn ich Nietzsche lese und ein bisschen Nietzsche kenne, eine Schwachstelle bei Nietzsche waren die Frauen. Und ich würde Sie bitten, im Zusammenhang mit Ihrer Kultur, aus der Sie kommen, beziehungsweise dann zu Nietzsche herüberkommend, vielleicht etwas noch zu den Frauen zu sagen. Heikle Frage, aber gute Frage. Natürlich, es gibt viele, viele Ideen, nicht nur wie Frauen, sondern viele Ideen von Nietzsche, die mich manchmal auch stören. Wo ich das Gefühl habe, mein Gott, wie besitze ich das jetzt? Es geht so weit. Auch für, was Demokratie betrifft. Oder was die Frauen betrifft, ich glaube, es ist weniger heftig, weil ich durchschaue mittlerweile ein klein bisschen die Seele von Nietzsche. Nietzsche ist sehr, sehr sanft eigentlich, ist ein total sanfter Mensch, ist ein weicher Mensch, ist ein Mensch, der die Frauen richtig geliebt hat, aber er war immer enttäuscht.
Er hat irgendwo einen Knackpunkt in seiner Beziehung zu Frauen und der reagiert er selbst mit Rachgefühl. Der reagiert manchmal auch so, als ob er die Frauen verachtet. Aber er ist aus der Schwäche macht er das. Andererseits, dann habe ich gesagt, er versucht aus seiner kleinen Zwischeneinführungszeichen Niederlage in seine Liebesgeschichten ein bisschen sich hoch zu wieder zu heben, indem er diese arrogante Position annimmt, die eigentlich falsch ist und klingt stark und hart, aber wenn man Nietzsche ein bisschen weiter liest und wieder liest, das ist eine unheimliche Weiche drin und Schwäche in diesen Stellen. Die Frage also jetzt mit der Frau, vielleicht mit der arabischen Welt, dass man denkt, naja, sie, Nietzsche, sagt das. Natürlich, wie mit der Politik, wie mit Demokratie, alle Ideen können also von dem oder von denen ausgenutzt werden, wie man es will. Aber ich würde sagen, eine Arbeit ist zu tun. Zum Beispiel diese Auslegung, diese Interpretation der Beziehung Nietzsche zu Frauen, die wird irgendwann mal geschrieben. Meine Eltern sind Beduinen sozusagen. Ja. Und ich bin ein bisschen spät in der Schule gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss oder ich sollte schreiben, Dichter sein. Damals konnte ich auch ein bisschen oder einige Werke in schlechter Übersetzung von Baudelaire gelesen haben. Dann arabische Autoren, Mystiker. Und dann kam auch dazu einfach so ein gewisser politischer Bewusstsein oder Interesse oder Meuterei gegen die Macht. Und dann muss man einfach irgendwann abhauen. Und dann man haut ab und dann geht irgendwo in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Wie also bin ich nach Libanon, dann nach Frankreich. Und das war so hart. Ich musste in Frankreich 2 Jahre fast auf die Straße schlafen und aus Müll essen. Und dann das Leben einfach so, es geht weiter. Man schreibt, man liest, man versucht einfach zu überleben. Ne? Und dann irgendwann bin ich einfach so nach Deutschland gekommen. Verstehen Sie, diese Wege, also das sind einfach Wege, münden in anderen Wege. Und dann das geht weiter auch. Man liest, man entdeckt. Ich habe einfach sie dann in die Stadtbücherei entdeckt. Ana tunusi al-asl. لغتي الأم هي العربية، تليها الفرنسية، وقد أنهيت دراستي الجامعية في فرنسا. وهكذا فإن قراءتي لمؤلفات نيتشه قد تمت أولاً باللغة الفرنسية التي كانت تمثل لغة الانفتاح على العالم بالنسبة لنا في الستينات والسبعينات. بعدها اطلعت على ترجمة لهكذا تكلم زرادشت باللغة العربية. وقبل 15 سنة كنت قد توصلت إلى مستوى من المعرفة باللغة الألمانية سمح لي بأن أقرأ نيتشه بلغته الأصلية لأول مرة. Ich bin ein Jünger der Philosophen, die äußerst, ich zöge vor, eher ein Satyr zu sein als ein Heiliger. Und nun, nachdem wir lange der Gestalt unterwegs waren, wir Argonauten des Ideals, mutiger vielleicht als klug ist
und oft genug schiffbrüchig und zu Schaden gekommen. Nun begegnet mir's, dass um mich das boshafteste, munterste, koboldigste Lachen laut wird. Die Geister meines Buches selber fallen über mich her, ziehen mich an den Ohren. Wir halten es nicht mehr aus, rufen sie mir zu. Gab es je eine bessere Stunde, um fröhlich zu sein? Ich zweifle, aber ziehe es in Zweifel. Dafür aber komme ich aus Europa, das zweifelsüchtiger ist als alle ältlichen Eheweibchen. Möge Gott es bessern. Amen. Ich habe ein Geschenk für dich. Wer singt uns ein Lied, so sonnig, so leicht, so flügge, dass es die Grillen einlädt, mitzusingen, mitzutanzen? Vorgestern habe ich es gelesen, man im Irak einfach, wo diese sunnitische so Mehrheit gibt, dass man einfach die Bäckereien geschlossen hat, Friseurladen und die Mädchenschulen, und darf man auch keine Tomaten und keine Gurken verkaufen, weil sie Symbole für Sex, und Ziegen darf man auch nicht erziehen, weil Ziegen einfach, ihre Schwänze sind hoch und die muss man auch bedecken. Und ja, und einfach solcher Quatsch. So, jetzt gibt's aber was zu essen. Und da kann die Kunst nicht retten, dich retten, dich retten, uns retten als Individuen. Aber ich glaube nicht, dass ich mit Nietzsche in Übersetzung in 20 Jahre oder 30 Jahre die großartige Änderung in der arabischen Gesellschaft verursachen wird. Und das ist auch nicht mein Ziel. Obwohl irgendwo tief steht die kleine Hoffnung, auch die heimliche Hoffnung, dass irgendwas bringen könnte. Sondern es lieben.